Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Wir sind hier noch immer an der Farm und ja, wir machen jetzt heute mal etwas ganz Besonderes. Wir gehen nämlich mal in die Kopiewelt in eine. Genau, wo ich das Ganze schon mal nachgebaut habe. Und ja, gut, hier habe ich ein paar mehr hundert Nächte gewartet und habe ein bisschen Zeit übersprungen. Halt auch nur im Warten, nicht im Dingen sind und da sieht man, hier sieht man keinen Eisengolem. Zwei. Okay, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir das hier so gebaut haben. Ach, wir haben oben auch noch Glasblöcke. Okay. Also bis eine Reihe unter den Pisten haben wir auch noch Glasblöcke und da sieht man nämlich, hier funktioniert die Farm. Hier kommt auch stackweise Eisen zusammen. So, wir werden das einmal hier probieren in der normalen, richtigen Welt. Und wir haben kein Glas dabei. Nun. Glas. Jetzt hätte ich mir gerade Hilfsblöcke mitnehmen können. Und zwar. Douglas. Douglas. Da mal zu mit Stein. So, und dasselbe auf der anderen Seite. So, also die haben halt auf jeden Fall schon mal jeder einen Beruf und ja, jetzt müssen wir halt aber nur noch mal, ne, hier nicht, hier kommt eine Mauer hin. Und jetzt müssen wir halt eigentlich wieder mal abwarten. Und ja, gut, oben haben wir keinen Zäune, aber das ist ja nicht so wild. Vielleicht passiert da jetzt was in den nächsten Nächten. Ui. Können wir hier jetzt wenigstens wieder Holz abbauen? Das hat ja auch schon mal seine Vorteile. Ich dachte gerade, mein Mikrofon wäre gemutet, das wäre natürlich jetzt gewesen. Also so 3 Nächte müssten wir halt jetzt eigentlich wieder warten. Und wir gucken jetzt gleich nochmal. Das switchen wir nochmal kurz in die andere Welt. Wir nehmen uns aber erstmal ein paar Scaffoldings mit. Wo haben wir sie denn? Schon wieder? Da. Nee, hier wollte ich eigentlich nicht lang. Ich wollte hier lang. Genau. So, hier werden wir mal kurz wieder ausloggen. In der Hoffnung, dass wir da gleich vernünftig stehen werden. Ja, also ich habe. Also quasi, ich habe hier sogar Steine hingetan. Und also ich habe hier den an dieser Oberkante. So, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Kann ich mir das hier mal angucken? Haben wir noch einen Block darunter? Jawohl. Irgendwie geht das zu schnell. Ich weiß auch nicht. Ja, genau, das ist schon richtig. Das ist aber einfach nur, dass der nicht da durchlaufen kann, ne? Ne, warte mal. Ups, das Wort ist falsch. Hier wollte ich rein.
Doch, und zwar sind das quasi ein Block dazwischen. Ist das richtig so? Ja, wir haben quasi einen Block dazwischen. Wenn der Pisten oben ist, ist der an der. Weil steht nämlich immer nur der eine auf. Das ist halt die Frage, ob mir nicht doch, ob ich doch nicht erstmal die anderen Betten wegmachen soll. Jetzt muss ich nochmal hier was gucken, und zwar in der Kopie. Hier, wo ich wieder fliegen kann. Ja, das ist Unterseite vom Bett, ne? Unterseite. Ah, der ist schon wieder falsche Welt. Ah, nö. Zurück. Und wieder Radar rein. Rein. Ja, Unterseite vom Bett. Schon richtig. Wenn ich jetzt hier in die Kopie reingehe. Da gucke ich schon wieder ein Eisengolem. Und da kommt hier oben drüber. Ah, da oben drüber ist wahrscheinlich einfach nur ein Block frei. Falsch. Wir wollen in die Welt. So, und zwar ist das wahrscheinlich der Block, der einfach nur frei ist. So, wir gehen mal schlafen dazu. Was? Bitte, wo war da ein Creeper? Ich habe den doch tot gemacht. Bitte, wo war da ein? Gib mir meine Rüstung wieder. Wo war da bitte in den Kribas? Meine Hose fehlt in dieser da. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Eins, zwei. Vier, drei. Den habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen. Na ja, nicht zu wild. So, wo sind denn meine Raketen? Raketen, Raketen, Raketos. Ah ne, warte, ich wollte hier mit Gefolge links mich hochbauen. Jetzt die Frage, ob die halt verängstigt werden. Gute Frage. Gute Frage, gute Frage. So, hier komme ich auch in die Kiste ran. So, nichts drin. Oder ist er einfach nicht böse genug, der Zombie? Müssen wir jetzt einfach nochmal beobachten.
Naja, gut. Was? Wir flügen mal wieder rein, bisschen die Löcher zu. Aber ich mache mir in der nächsten Folge, ich würde sagen, wenn sie fallen, ist noch eine positive Wertung da. Trotz des Todes, aber naja, bis dann. Ciao, Leute.